Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die in der Schule immer beschissen haben. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo, 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 hier ist wieder Schoki-Banoki. Am Mikrofon ist der Sashi und der Christian ist auch da. Ja, und der Daniel ist heute auch im Studio. Der Daniel ist bekannt im ganzen Land unter dem Synonym Bud Spencer Double. Ja. Bekannt unter dem Namen und dem Synonym Bud Spencer Double. Ja, egal. Und Long Dong Silver. Long Dong Silver kennt man ihn auch früher. Das war früher in jungen Jahren. Die Fleischpeitsche aus dem Taunus. Hallo. Hallo, jetzt geht's mal auch ein bisschen unzüchtiger. Jetzt mal seriös. Hallo. Okay. Also, wir machen jetzt ein Terence Hill Quiz. Oh mein Gott. Ja, Terence Hill Quiz. Ja. Ja. Erste Frage. Ich habe insgesamt. Achso, nee, das ist mein Buzzer? Mhm. Ja, das ist war meiner. Pass auf, Terence Hill. Mhm. Ja. Erste, ich habe 5 Fragen. Mhm. Wie viele Bravo-Ottos hat Terence Hill zwischen 1972 und 1980 in Gold, Silber oder Bronze gewonnen? 3, 7 oder 4? 3. 7 sind's! Oh. 3 in Bronze, 2 in Gold und 2 in Silber. Mensch, der Christian, der wie heißt er? Daniel. Du verwechselst. Der Daniel hat richtig Ahnung, ne? Der hat richtig Ahnung. Sag mal. Zweites Ding. Ja. Buzzard, sobald dir ein Titel genannt wird, der kein Terence Hill-Film ist. Mein Name ist Nobody. Nobody ist der Größte. 2 sind nicht zu bremsen. Gibt's. Gibt's mit das Bud Spencer. Ist für mich? Ja. Okay. Ja. 2 Missionare wäre auch, 2 Haudegen in Nizza. Nee. Jetzt musst du drücken, genau. Okay, ja. Aber ich habe den Punkt ja schon. Ja, ja, genau. 1-1. Wir haben richtig Ahnung dann. Dritte Frage. Wie ist der bürgerliche Name von Terence Hill? Achtung. Mario Girotti. Mario Girotti oder Mario Girocchi? Mario Girotti. Mario Girotti, genau. Girotti. Girotti. Girotti, okay. 2-1. Habt ihr den Unterschied? Habt ihr gemerkt? Hat er. In welchem Jahr, Schätzfrage, in welchem Jahr, ohne Buzzer, welchem Jahr ist Terence Hill geboren? Erstmal hier Schnick, Schnack, Schnuck, ihr zwei. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, Christian kann anfangen. Oder nee, kann ich übergebe. Christian kann bestimmen, an den, genau. Du fängst an. Was, geboren? Geboren, ja. Ich sag mal 54. 54? Vorher. 53. 53. Er ist 1939 geboren. Ja. Wow. In Venedig übrigens. In Venedig? Ja. 2-2. Jetzt kommt's drauf an. So, jetzt kommt's um jetzt, die Wascht. Jetzt kommt's drauf an. Halt die Wascht hoch, Daniel, es geht los. Ist das wieder mit Buzzern? Jetzt ist wieder mit Buzzern, ihr könnt buzzern, wann ihr wollt. Okay. In welchem Alter spielte Terence Hill erstmals in einem Film mit? Und dabei muss er nicht Terence Hill gehießen haben. Das war ja ein Künstlername irgendwann mal. Ach komm. Genau. Ja, Mario Girotti. Ja. Girotti, oder? Girotti. Sarotti. Girotti. Mit 21? Mit 26? Oder mit 12? So, jetzt wäre jetzt passert. Ja. Einmal 39 geboren. Wer ist 49? Richtig! Mathe-Battle letztes Mal gewonnen. Da können wir davon ausgehen. Ob ich sage hier. Was war das? 26 oder 27? 21, 26 oder 12? 21. 12 ist es! Christian! Schoki-Banoki hat gewonnen! Ja, ja, ja! Das ist eine goldene Regel, der erste Gedanke ist immer der beste. Warum habe ich mich nicht dran gehalten? Ja, als Kind ist er schon irgendwie da, hat er losgelegt und dann hat er mit 15 hat er schon irgendwie die nächsten Filme gemacht und hat er sein Studium irgendwie finanziert und sein Motorrad-Hobby hieß es irgendwie im Internet. Du bist ja ein richtiger, war das jetzt Teil der Recherche oder bist du Fan?
Ja, ich bin Fan. Ich weiß, ich weiß das. Ich bin Fan. Ich weiß das so, ja. Ist doch klar. Ja. Nur weil ich diese Terence Hill-Büste im Haus stehen habe, heißt das ja nicht gleich, dass ich Fan bin. Nein. Nein. Ja, schön, dass du da warst, Daniel. Ja. Schade, verloren. Haus hoch. Aber ich habe richtig gut gewonnen. Naja, du, es war eine Gesamtleistung, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Ich sag Cheerio, Miss Sophie, bis zum nächsten Mal. Gute. Mal gucken, was wir dann auf der Pfanne haben. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.